Hi Leute, wir wollen heute mal den Mohawk-Helikopter in Arma 3 ohne einen funktionsfähigen Heckrotor fliegen. Sprich, damit einen Schadensfall simulieren, der durch Gefecht oder eventuell ein Unfall entstanden ist. Warum das Ganze? Viele Leute lassen den Hubschrauber dann stehen. Und gerade jetzt, wenn man altes Live oder sowas spielt, das ist dann mega ärgerlich, weil das Ding kostet einfach viel Kohle. Also, legen wir mal los. Zuerst sammeln wir mal ein ganzes Magazin in Heckrotor. Der ist jetzt hin. Und dann starten wir mal den Hubschrauber und fliegen auf eine Höhe von so circa 200 Metern, weil da hat man genug Spielraum, dass nicht viel schief geht. Ja, wie macht man das? Man kann mit dem Hubschrauber nachher wirklich noch wunderbar fliegen. Aber dazu dann gleich mehr, wenn wir oben sind. Ja, jetzt haben wir unsere 200 Meter erreicht. Und jetzt hat man eben schon gesehen, also wenn ich jetzt Schub gebe, so wie jetzt, fängt der Hubschrauber an, sich wie wild zu drehen. Nehme ich den Schub auf die Mittelstellung, dass er die Höhe hält, dreht er sich wesentlich langsamer und wenn ich jetzt das Gas rausnehme, hört er sogar auf, sich zu drehen. Und ja, das ist nachher auch gerade für die Landung wichtig. Oder wenn man versucht, Flugmanöver zu machen, so kriegt man das Ganze dann doch ein bisschen kontrolliert. Wie wir jetzt in die Vorwärtsbewegung kommen, ist eigentlich auch relativ einfach. Dazu fange ich an. Die Nase, also ich suche mir eine Richtung aus, einen Fixpunkt, jetzt nehme ich in meinem Fall nämlich das Meer hier und werde die Nase und das Heck immer jeweils der Position des Hubschraubers entsprechend diese Richtung stellen und mit der Seitenlage das Ganze ein bisschen stabilisieren und mit dem Gas spielen. Dazu blende ich jetzt auch rechts oben die Schubanzeige an, damit ihr ein bisschen seht, was ich mit meinem Gaspedal mache sozusagen. Fixpunkt aus und fliegen dort einmal hin. Wichtig ist einfach nur ganz vorsichtig damit zu sein, weil ihr reagiert sonst so extrem schnell auf dieses Gedrehe. Wenn er sich zu schnell dreht übrigens, nimm Gas raus. Ja? Nimm einfach ein bisschen von Gas raus und dann hört er auf, sich so doll zu drehen. Und dann sieht man, das ist ein bisschen Fingerspitzengefühl und so. Aber man sieht, das funktioniert. Achtet vor allem auf euren künstlichen Horizont, der kann euch dabei richtig helfen. Wenn man jetzt so fliegt, fliegt sich der Hubschrauber wirklich ganz normal. Ihr müsst bloß aufpassen, dass ihr nicht zu langsam werdet, weil sie sonst wieder anfängt zu drehen. Aber wenn das passiert, halt Gas rausnehmen und dann passt das. Jetzt versuchen wir mal den Landeanflug. Der Landeanflug ist halt insofern schwierig, dass wir nicht mit 150 km/h landen können. Das heißt, wir müssen in einen Bereich gehen, wo der Hubschrauber wieder anfängt, sich zu drehen. Und das ist echt eine ganz blöde Geschichte eigentlich, ja. Also man muss wirklich ganz vorsichtig das ganze Ding dann jetzt einfach runterholen. Und dann wird das auch ohne große Probleme gehen. Also dann kommt man, wenn man eine große Fläche hat, ist es ganz einfach. Weil man kommt dann halt in diese Kreiselbewegung. Mein Gott, was soll's, lass das Ding sich drehen. So, uns eine schöne glatte Stelle. Und jetzt müssen wir nichts weiter machen, als den Hubschrauber ganz, ganz, ganz sanft abzusetzen. Ja, also so in dem Fall gehen wir mal hier hin, gucken, wo sind die Räder. Ganz sanft, ganz langsam. Jetzt haben wir schon Bodenkontakt. Ja, zack. Guckt. Und der Hubschrauber steht. Wenn das der Fall ist, könnt ihr aussteigen. Und ja. Holt euch Werkzeug, repariert die Karre. Wenn ihr das geschafft habt, herzlichen Glückwunsch, ihr habt einen eigentlich flugunfähigen Hubschrauber sicher gelandet, habt überlebt und massiv Geld gespart. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, viel Spaß, haut rein!